Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein ganz anderer kleiner Film. Wir werden eine Ruine besuchen und das machen wir tatsächlich gemeinsam. Die habe ich schon aus weiter Ferne gesehen und dachte mir, das wäre doch sicherlich interessant, mal dorthin zu gehen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns in einer Landschaft mit herrlichem Ausblick. Ja, Sicht geht einigermaßen. Wir befinden uns hier in der Nähe von Warburg, und zwar ist hier eine Burg, die Warburg, nein, Desenberg heißt das, glaube ich. Ich werde gleich mal genauer gucken, wie das heißt. Auf jeden Fall habe ich das Ding aus der Ferne gesehen und dachte mir, google doch mal. Ja, und dann habe ich den Weg gefunden. Da oben ist ja die Ruine und den Weg werden wir jetzt mal checken und gemeinsam zu dieser Ruine gehen. Also der Ausblick ist von hier unten schon bombastisch. Hier ging es übrigens den Weg hoch und hier vorne ist das recht glatt. Also hier ist überall noch Eis. Da muss man schon mit dem Auto aufpassen, dass man hier auf den Parkplatz kommt. Ansonsten schlitterst du sonst wo in der Gegend rum. Das war nicht ohne, aber okay. So ist das halt um die Jahreszeit. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal gemeinsam Richtung Ruine. Also es sieht schon krass cool aus, vor allen Dingen aus der Ferne sieht man diese Burg tatsächlich schon. Und die ist ganz einfach zu finden. Wie gesagt, einfach mal Google Maps eingeben, Warburg, Sehenswürdigkeiten. Und dann findest du die Ruine. Mal gucken, was da so zu sehen gibt. Auf jeden Fall von der Landschaft her ist das schon mal richtig cool. Hier stehen auch jede Menge Obstbäume. Das ist auch eine ganz tolle Sache, auch wenn jetzt kein Obst dranhängt. Aber ich finde solche alten Bäume wirklich wunderschön. Und das passt dann auch irgendwie zu dieser alten Burg da oben. Und wie gesagt, wir gehen da jetzt mal gemeinsam hin. Ja, in der Hoffnung, dass nicht ganz so viele Menschen unterwegs sind, dass ich in Ruhe quatschen kann. Auf jeden Fall ist das vom Ausblick her hier genial. Im Sommer, denke ich mal, wenn es noch klarer ist, kann man hier noch viel weiter gucken. Hier sieht man auch überall ja, die Bergkuppen vielleicht im Hintergrund. Das müsste Eggegebirge, Teutoburger Wald sein. Was nun wo genau ist, weiß ich gerade auch nicht. Auf jeden Fall sind wir hier so in diesem Schnitt. Ja, okay. Dann let's go. Jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Ich bin schon ziemlich weit oben. Jetzt sind wir gegenüberliegend auf der anderen Seite. Deswegen sind die Bilder wesentlich besser, weil die Sonne aus der Richtung kommt hier irgendwo da oben. Was interessant ist, sind hier die Weißdornbüsche. Die sind nämlich schon sehr alt und wie soll man sagen, die wachsen hier wesentlich kompakter im Wuchs her. Also ich sag's mal so, die sind schon, ja, wie sagt man so schön, ausgereift, fertig im Prinzip. Also die haben eine Höhe, ich würde bei dem schätzen, der ist ungefähr ja, zweimal so groß wie ich. Also ja, vielleicht 3,50, 3,60 um den Dreh, höher auf jeden Fall nicht. Der hier ist ein kleines bisschen größer wie ich, der Weißdorn. Und die stehen also sehr viele alte Weißdornbüsche. Und die sind auch sehr viele Flechten und Moose. Mal gucken, ob wir hier direkt was sehen. Wenn nicht, gehen wir gleich woanders nochmal hin. Ich hatte nämlich was ganz Schönes gesehen. Ja, da gucken wir gleich woanders nochmal, würde ich sagen. Hör auf. Wir gehen nochmal ein kleines Stück zurück. Das sieht schon krass cool aus, ne? Das hat schon was. Weißdorn, die sind also überall Flechten und Moose drauf. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Man kann es einigermaßen erkennen, ich denke schon. Ne? Also alles voll Moos. Man überlegt, wie heiß der Sommer war. Und trotz alledem wächst das Moos hier trotzdem weiter. Auch wenn es trocken wird. Aber die Geschichte kennen wir eigentlich schon. Irgendwo hier vorne war das. Ich gucke noch mal kurz. Und der Ausblick, der ist gigantisch. Nee, ich muss noch weiter zurück. Okay, dann machen wir das auf dem Rückweg, würde ich sagen. Dann gehen wir lieber erstmal da oben hin. Auch hier alles voll Weißdornbüsche. Wir sind fast oben. Hier gehen jetzt noch so Holzstufen hoch. Ist doch ganz schön, ja, ganz schönes Stück oben, muss ich sagen. Aber wie gesagt, der Ausblick ist natürlich gigantisch hier. Und wenn der Nebel jetzt noch komplett weg wäre, oh, könnte man noch ein Stück weiter gucken. So, wir sind tatsächlich im Eingangsbereich hier. Von den Mauern ist tatsächlich nicht viel übrig. Interessanterweise, dass das so ist, außer der Turm hier. Aber okay, gehen wir ein kleines Stück weiter und gucken mal, was wir... Hier geht es noch ein kleines Stück hoch, noch tatsächlich zu Gesicht bekommen. Oh, das sieht aber schon cool aus, also muss ich sagen. Und wir haben Glück, wir haben mitten in der Woche, das heißt also,
Hier sind kaum Menschen unterwegs. Überleg, dass das mal irgendwie ein zusammenhängendes Ding war hier. Ist ja nicht mehr viel, steht nicht mehr viel in dem Sinne. Würde schon mal gerne wissen, wie das komplett ausgesehen hat damals. Was da oben hängt übrigens, das sind Fledermauskästen. Auch mal interessant. Gehe ich jetzt zumindest von aus, von den Löchern her. Ja, da oben Schießscharte. Ja, da kann aber keiner mehr hoch. Ah, ist schon, ich muss sagen, tolle Sache. Wie gesagt, der Ausblick, aber ich gehe jetzt einmal rum hier alleine. Und mal gucken, was wir hier noch zu Gesicht bekommen. Ist auf jeden Fall, ja, zum Entspannen und Erholen hier in Ruhe, wenn man sich hinsetzt. Tolle Sache, muss ich sagen. Oh, warte mal, da haben wir ein Schild. Moment. Leider doch nicht. Hier stehen zwar die Ortschaften und so, aber nicht, was jetzt hier Teutoburger Wald ist oder Egge, weil das wäre mal interessant gewesen, ist aber leider nicht zu sehen. Ja, okay, dann gucken wir trotzdem in Ruhe weiter. Hier aufpassen, dass man nicht stolpert. Ganz wichtig. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Eingang ist hier tatsächlich offen. Das heißt, ich werde da gleich mal hochgehen. Mal gucken, wie das... Oh, das ist so schön hier. Das ist herrlich. Das sieht so aus, als wenn das alles so nah bei ist, ne? Aber es ist ganz weit weg und ganz tief. Also schon ein sehr hoher Punkt hier, muss ich sagen. Also hier kann man dann auch rundherum gucken gleich wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, okay. Von den Schildern kann man leider nicht mehr viel lesen. Hier ist alles ja verwaschen. Da ist also nichts mehr wirklich zu erkennen. Aber egal. Mal gucken, vielleicht finden wir unten auf dem Parkplatz dann nochmal so eine kleine History. Historie, auch hier wunderschön anzusehen. Also ich mag so alte Gemäuer. Nur schade irgendwie, dass man sich so gar nicht vorstellen kann, wie das mal wirklich ausgesehen hat. Ne? Aber okay. So, dann gehen wir da jetzt mal rein, würde ich sagen. Wir sind drin. Ja, ich muss da schon ein bisschen aufpassen. Ne? Alles ein bisschen uneben. Also sollte man doch gut zu Fuß sein auf jeden Fall. Wir gehen jetzt eine Wendeltreppe hoch. Und ich würde sagen, kann man da hochgucken. Ja, guck mal, da oben ist ein Loch, lachst dich kaputt, wa? So, dann gehen wir mal vorsichtig nach oben hier. Ich würde sagen, oh, hoffentlich fällt der Kasten hier nicht gleich auseinander, du. Risse sind immer so eine Sache, ne? Aber okay, ich bin ja nicht der Erste, der hier hochgeht, von daher gehen wir einfach mal weiter. Ich bin angekommen. Tolle Sache, muss ich sagen. Oh, das ist so schön hier oben. Und wir haben echt Glück. Also ich, lol, du stehst ja jetzt nicht hier oben. Aber ist doch windstill. Schönes Wetter, Sonnenschein. Gut klare Sicht. Hier stehen überall so weiße Bäume, die sich im Winde drehen. Ganze viele davon. Ja, den Anblick muss man sich gewöhnen. Ne? Da scheint die Sonne irgendwo. Ah, es ist schon schön. Hier ist ein kleiner Wassergraben rundherum tatsächlich auch. Tolle Sache. Also hier hat man echt klasse, klasse, klasse Ausblick. Also es ist so genial. Von da hinten irgendwo bin ich gekommen. Irgendwo von da geht hier unten eine Straße lang. Kriege ich das jetzt so hin mit der Kamera? Ich glaube ja. Ich kann schlecht ins Display gucken. Also da unten. Und dann geht hier vorne da. Irgendwo geht eine Straße hoch. Und dann ist hier oben ein Parkplatz. Aber man muss noch ein ganz Stück hochlaufen. Das ist schon, ja, muss halt doch ein bisschen gut zu Fuß sein oder langsam in Muße das Ganze dann angehen. Aber das ist schon ein herrlicher Ausblick. Das ist tatsächlich, soweit ich weiß, die Eggegebirge. Tolle Sache. Ja, mit diesen weißen Bäumen, ne, das ist schon heavy. Mal gucken, wie viel das nächstes Jahr sind. Ich denke mal, die werden sich auch vermehren. Zwar nicht durch Samen, ne, aber boah, durch so große Stecklinge. Vermehren die sich schon wie Hauf. Aber okay, da unten ist eine Dingsanlage, eine Biogasanlage. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich kann so schlecht ins Display gucken hier, weil das alles so, ja, blendet gerade von der Sonne. Denn wie gesagt, die kommt von da vorne und dann kann man schlecht ins Display gucken. Aber okay, hat sich auf jeden Fall soweit gelohnt. Ich gehe gleich runter und gucke unten noch mal so ein bisschen rum. Also viel Mauerwerk ist ja hier nicht mehr, muss ich sagen, aber okay. Toll auf jeden Fall, richtig klasse. Das ist so genial. Und wie gesagt, wenn das im Sommer schön warm ist und ja, klare Sicht ist, da kannst du hier also echt weit, 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 weit gucken. Ja, okay, dann gehe ich gleich wieder. Return. Viel Burg gibt es hier leider nicht zu sehen, aber es ist trotz alledem ziemlich mystisch. Wir gehen mal kurz hier runter. Hier ist nämlich ein kleiner Pad noch runter, nach da vorne. Dort ist ein kleiner Bogen. Ein Bogen, ja. Ein Bogen zum Runterhergehen. Das wird wohl mal Kellergewölbe oder so gewesen sein. Winke, winke. Ja, ist schon toll.
Das macht also wirklich Spaß, sowas zu entdecken. So, viel sehen können wir hier natürlich nicht, außer einen Bogen, ganz klarer Fall. Aber ist schon, das macht einfach Spaß, sowas in Ruhe sich zu betrachten. Wie gesagt, es sind auch nicht viele Menschen hier unterwegs und dann ist das natürlich nochmal schöner. So geht noch ein Pad wieder da vorne hoch, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt durchkriechen. Ist ja was für jüngere Leute. Ja, okay. Wir gucken nach vorne gleich nochmal. Und dann sind wir eigentlich auch hier schon so durch. Das geht ja also einmal rund. Hier in der Mitte steht dieser Turm. Wofür der war, ich vermute einfach mal so als Beobachtungsturm. Ne? Denke ich jetzt einfach mal so. Waren ja früher irgendwie andere Zeiten. So, dann klettern wir hier mal wieder hoch. 1, 2, 3. Dann sind wir hier am Eingang. Ja. Und das sind die restlichen Mauerwerke in dem Sinne. Das, ja, war's. Also viel mehr ist hier tatsächlich nicht. Aber es hat sich gelohnt. Alleine der Ausblick ist also gigantisch. Wirklich wunderschön. Das war es von der Dresenburg. Tolle Sache. Oder Berg in dem Sinne. Burg, Berg, Berg, Burg, Burg, Bergen. Oh, hier auch mal ein wunderschöner Weißdorn. Ja, es ist schon, sieht schon krass aus. Vor allem, die sind also auch richtig dick, nicht so dünne Stämmchen, sondern richtig dicke Stämme und kleinwüchsig. Sieht aus wie ein Riesenbaum, ist er aber nicht. Also mag ein kleines bisschen größer sein wie ich, viel größer ist er gar nicht. So, jetzt gehen wir nochmal einen Weg zurück hier. Da wollte ich euch ja nochmal das Moos bzw. auch die Flechten zeigen, die übrigens hier überall wachsen. Also, die wachsen hier überall. Ja, gesundes Klima. Gesundes Klima, das ist richtig krass. Also saubere Luft, das ist schön. Dass man das auch an den Bäumen tatsächlich erkennen kann, beziehungsweise hier an den Sträuchern. So, jetzt geht es munter, fröhlich, lustig, ganz entspannt wieder nach unten zum Auto. Ja, ist schon toll. Also das, jetzt konnte gar nichts mehr sehen, hat sich wirklich gelohnt. Alleine für den Ausblick, gut, viel Mauerwerk sieht man da nicht. Hier ist ein kleines bisschen so ein Rest. Aber ansonsten, ja, ist von der Burg tatsächlich nicht viel übrig. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also das war schön. Mal was ganz anderes als nur Wald in dem Sinne. Jetzt müssten wir gleich eigentlich auch schon dahin kommen. Hier sieht man an den Bäumchen, an den Weißdornbüschen. Bäume sind das ja, Büschen. Tatsächlich also auch hier Moos drauf wachsen. Ne? Schön dran lassen, nicht abmachen bitte. Ganz wichtig. Aber hier sah es vorhin noch mal richtig cooler aus. Und zwar müssten wir jetzt dahin kommen. Das war hier. Ja. Genau, hier war das, richtig. Hier wächst nämlich überall Moos, auch im Unterholz. Und das ist also richtig dicht, dieses Unterholz. Das ist schon, ja, eine natürliche Hecke in dem Sinne. Ne? Das sieht richtig klasse aus. Wobei hier Moose und Flechten in eins übergehen. Hier sieht man Moose und hier Flechten. Und ich muss mal gucken, ob ich eine andere Aufnahme hinbekomme. Die sehen nämlich krass cool aus. Mach mal auf, ich gehe mal hier unter den Ast her, wenn ich das hinkriege. Das müssten wir eigentlich so hinbekommen. So, Dalle. So, blendet jetzt nicht zu stark. Ich halte mal die Hand dahinter. Na, das sieht schon toll aus. Ne? Da ist man natürlich, ja, man möchte es am liebsten mitnehmen, ne? Und versuchen wachsen zu lassen. Aber lass mal hier wachsen. Besser ist das. Ne? Denn hier gehört es hin. Das nehmen wir nicht mit nach Hause. So, muss man eben mit der Kamera hier durch den Dornenbusch wieder durch. Ja, also das ist schon krass. Und diese Flechten, die wachsen also komplett hier einmal durch die ganzen Büsche durch. Also auf dem Holz. Ne? Und ja, die brauchen so gut wie gar nichts an Nährstoffen oder so. Die ziehen sich alles außer Luft, auch hier. Ich versuche es mal drauf zu kriegen. Die Flechten, ne? Wunderschön anzusehen. Also die braucht man nicht düngen oder so. Nee, nee, die brauchen halt eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Wobei, die dürfen auch trocken werden, das macht denen nichts aus. Dann klappt das schon. Ja, okay. Das heißt für mich jetzt geht's zum Parkplatz. Yep. Munter fröhlich weiter. Adios. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schön. Mal ganz andere Eindrücke als sonst. Denn mal so in die Ferne gucken ist auch was Schönes. Auf jeden Fall gut. Da kann man jetzt nicht viel sehen. Das blendet. Bedingt durch die Sonne. Tja, okay. Yippie-yay. Adios, adios, adios. Es war so schön. Ich würde gerne noch weitergehen. Ja, werde ich wohl. Ich gehe jetzt zurück. Aber ich möchte das einfach noch so ein bisschen festhalten. Ja, das ist so
herrlich, einfach nur fantastisch. Hier ist eine Weide und da stehen ganz alte Bäume. Welche Bäume sind das? Weißt du das? Ich gehe mal ein kleines Stückchen noch weiter, dann können wir es vielleicht noch besser sehen. Auch die Landschaft hier. Ne? Ja, dieses Flachland und dahinter die Berge, Ecke. Tolle Sache, muss ich sagen. Also das gefällt mir richtig gut. Bei uns in der Gegend hat man ja nur Berge in dem Sinne. Da geht es um hoch und runter. Ne? Und hier hast du also lange Strecken geradeaus. Dementsprechend sind auch die Felder hier wesentlich größer als bei uns. Aber okay, ist tatsächlich mal was anderes. Ja, die Eichen. Wunderschön anzusehen. Leider kann ich jetzt keinen Größenvergleich zeigen, denn die sind doch schon recht dick, muss ich sagen. Tolle Sache. Ja, Bäume sowieso, ne? Ist immer cool. Vor allem, das wundert mich so, dass hier am Berg eigentlich so, ja, gar keine Bäume stehen. Vielleicht ist das gewollt, damit man die Burg von Weitem sieht. Ich weiß es nicht. Aber, ja, hier wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, noch einen Wald zu pflanzen. Definitiv. Ne? Oder einfach Samen in den Boden stecken überall. Kann ja jeder, der hier hinkommt, mal ein paar Samen mitbringen. Vereichen und dann einfach mal in die Landschaft stecken in dem Sinne. So, jetzt kommt Fahrrad. Ich wollte schnell noch gezeigt haben, da geht es gleich runter, spiegelglatt. Das sind ungefähr, ja, bis da vorne hin ungefähr, bis da. Mal gucken, ob ich auf dem Acker lande. Natürlich nicht der Burner, aber okay. Dann hole ich mir jetzt mal mein Auto und dann geht's Richtung nach Hause. Aufpassen hier, nicht, dass ich hier noch ausrutsche. Mal dahin, da, ja. Jawohl, geschafft. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt.